In dieser Runde beweist seinen Mut Stefan aus Dvoretz, Speerträger aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Okay, zwei Mann aus dem Gefolge von Herrn Ratzig. Das kann ja nur übel werden, wenn er ein richtig ausgebildeter Kämpfer ist. Ja, und damit herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wer von uns stöhnt denn da schon so außer Puste? Ich hoffe, dass er... Alter! Alter! Der hat mich direkt verletzt! Direkt! Der haut einfach mal direkt zu! Ja, ich hoffe, ich komme noch zur Anmoderation, bevor ich sterbe. Herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind mitten im Turnier in Ratai und wirklich mittendrin. Statt nur dabei. Zweite Runde, erster Kampf gegen hier den... Boah, Alter! Ich habe noch nicht einmal zugeschlagen. Muss ich jetzt einfach mal machen. Alter, der hat ja wohl... Der hat ja echt eine Ratte ab hier. Ja, nach einem mehr als überraschenden Sieg in der ersten Runde stehen wir jetzt hier unserem Killer gegenüber. Und der ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich dachte schon, der Kollege in der ersten Runde wäre aggressiv und flink. Er hier ist nicht so flink, aber dafür nochmal massig mehr aggressiv, habe ich das Gefühl. Das ist einfach so ein Bär hier. Was? Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, ich werde leider Herrn Ratzig hier blamieren. Und auch, also eigentlich nicht. Herr Ratzig kommt gut weg, weil sein Mann gewinnt. Aber Herrn Carbon werde ich leider blamieren, der uns hier als Knappe ins Turnier geschickt hat, um Herrn Hanusch zu zeigen, wie gut er uns ausgebildet hat, was natürlich totaler Bullshit ist, wie man gerade sieht. Weder hat er uns gut ausgebildet, noch sind wir überhaupt gut ausgebildet. Guckt dir das an, ey, wie aggressiv der ist. Böse, da muss ich mir echt was einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich trainieren muss, um gegen den... Also es ist ja so, dass wir beide die gleiche Ausrüstung haben, hier vom Veranstalter zur Verfügung gestellt, quasi ausgeliehen. Das heißt, er hat jetzt auch nicht das bessere Schwert oder so. Wir haben beide das gleiche Schwert und die gleiche Rüstung, glaube ich. Und er ist einfach nur wesentlich besser. Der ist mega aggressiv. Ich kann den kaum blocken. Und wenn er mich trifft, haut er mir halt echt sofort Schaden rein. Ich treffe den gar nicht wirklich. Der ist eine ganz andere Nummer als alles, was ich bisher hatte. Der ist eine ganz andere Nummer als die erste Runde. Hey, Schwert! Verbessert. In der ersten Runde hatten wir es auch schon mal verbessert. Aber wir sind ja in der Zwischenzeit nicht dazu gekommen, irgendwelche Verbesserungen nochmal anzuwenden. Spezialisierungen oder so. Nein, gar nicht. Ich blute auch nur unwesentlich. Alter. Richtig gemeines Drecksviech hier, der Kollege. Mr. Speerträger, Alter. Ja, da merkt man einen Unterschied. Also er hier ist ausgebildeter Soldat quasi. Und unser letzter Gegner war ein Brauereigehilfe. Hilfe! Runde den Sieg errungen hat, ist... Holt mich hier raus! Stefan aus Dvoretz! Alter, ich bin fast tot. Ich will nicht! Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Alter, was? Kriegshammer? Nein! Ich will nicht, dass der mit einem Hammer nach mir schlägt. Und außerdem kämpfe ich zum allerersten Mal mit Hammer. Ich habe noch nie mit einem Hammer gekämpft. Ich habe noch nie den Hammer geschwungen. Also die Waffe jetzt hier so. Theresa weiß, was ich meine. Nein. Oh Mann, ey. Das ist... Man hat richtig Angst hier, wenn der Typ hier mit dem Hammer steht. Alter. Kann ich ihm das Schild irgendwie klein hauen? Alter, jetzt hätte ich ihn schön von der Seite, dachte ich, erwischen können. Wäre eine gute Idee gewesen, rein theoretisch. Praktisch hat das nicht funktioniert. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass er mit dem Langschwert gut ist und jetzt mit dem Schild irgendwie über seine eigenen Füße fällt, wie auch immer man das bewerkstelligen würde, aber hätte ja sein können. Aber nein, er ist tatsächlich wahrscheinlich an allen Waffen gut ausgebildet, fürchte ich. So, man erkennt schon, ich bin ein bisschen aggressiver auch in dieser Runde, weil anti-aggressiv hat mir in der ersten Runde nicht viel gebracht. Aber ich fürchte, aggressiv komme ich auch nicht viel weiter. Ich
zögere damit ein bisschen hinaus, dass er mich schlägt. Weil er damit beschäftigt ist, abzuwehren, was ich schlage. Aber, boah, Streitkolben verbessert. Alter, ich bin direkt wieder halb runter mit der Gesundheit. Der hat mich einmal erwischt. Mann, der macht mir echt Angst, ey. Aber es ist tatsächlich ein gutes Training. Also man kann hier durchaus seine Waffenfähigkeiten verbessern. In dem Fall mit dem Streitkolben muss ich überhaupt erstmal anfangen, eine Fähigkeit zu entwickeln. Wie gesagt, ich habe mit dem Streitkolben noch gar nicht gekämpft. Ach, guck mal, wie cool. Ich habe ihm da oben eine Delle in den Helm gehauen, glaube ich. Das sieht man auch richtig. Ja klar, ich meine, wenn du mit so einem Hammer da drauf säbelst, also hämmerst, dann geht das nicht spurlos an so einer Rüstung vorbei. Da habe ich bisher noch nie so genau drauf geachtet, wie meine Gegner aussehen, nachdem ich sie mal getroffen habe. Aber auch das sieht man natürlich. Nein! Ich habe immer Angst, wenn er ausholt. Das macht mir echt Angst. Da träume ich diese Nacht von, wie der mit seinem Hammer vor mir steht. Alter! Nein! Boah, okay. Ja, das wird nichts. Ich zerquetsch dich wie eine Laube. Ich habe auch das Gefühl, leider. Nein! Geh weg! Oh. Na, schade. Also die zweite Runde des Turniers ist eine harte Nummer. Boah. Der Kollege hier. Ja, Herr Ratzig bildet seine Leute tatsächlich gut aus, habe ich das Gefühl. Ah, ich habe mich in die Enge treiben lassen, verdammt. Ja, Mist. Kann ich eigentlich mit dem... Was kann ich machen, wenn ich... Ah, so eine Art Zustechen gibt es hier auch. Mit dem Hammer. Aber es bringt, glaube ich, nicht viel. Habe ich gerade das Gefühl. Scheiß Kerl. Ja, du mich auch. Wir müssen ja nicht unhöflich werden, ne? Es reicht, dass du mich vermöbelst nach Strich und Faden. Okay, ist Ende jetzt? Hallo, ich verblute. Oi, Streitkolben nochmal verbessert. Ja. Danke, ich bin bedient. Ich verblute gleich. Können wir das jetzt... Können wir das beenden hier? Shiri, holt mich hier raus. Ich bin kein Ritter. Ich bin kein Ritter. Holt mich hier raus. Blut wird fließen. Tut es. Siehst du das nicht? Der ganze Boden ist schon rot. Alter. Beende es. Aber nicht so. Nicht mit dem Hammer. Okay. Stefan aus Dvorets. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Ah, da stehen sie jetzt hier. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Ja, ich würde gerne behaupten, dass es knapp war, aber das war's nicht. Der hat mich einfach komplett zu Matsch geschlagen. Ja, Mist, jetzt sind wieder... Ich weiß nicht, warum das immer... Also es ist eine komische Wertung, dass das als fehlgeschlagen gewertet wird jetzt. Gerade auch die Wette mit dem Müller, Peschek, weil
Was heißt fehlgeschlagen? Wir haben gewettet und ich habe halt verloren. Aber das ist ja dann kein Fehlschlag. Also ich verstehe unter dem Fehlschlagen einer Quest etwas anderes, dass man sie halt nicht beendet. Und so ist sie halt nur auf schlechte Weise für mich beendet worden. So, und genauso war gerade noch irgendwas, was als Fehlschlag dargestellt wurde. Ich weiß gar nicht, das Turnier oder so an sich. Wir schauen mal rein. Hier waren gerade mehrere Sachen, die jetzt wieder fehlgeschlagen sind. Wir schauen mal. Na, wir müssen nach unten. So, genau, hier. Das Rataya-Turnier ist fehlgeschlagen. Ich dachte, es gäbe davon jetzt mehrere und wir könnten das immer mal wieder machen. Herr Hanusch lädt zum glorreichen Rataya-Turnier. Und hier, das Wetten ist des Müllers Lust. Auch da hätte ich gedacht, dass man das ja durchaus häufiger machen kann. Vielleicht, also bei jedem Turnier eben, wenn es häufiger Turniere gibt. Und ja, mal gewinnt man, mal verliert man. Oder wir verlieren in der Regel, aber theoretisch, keine Ahnung, ist das ja eine Sache, die man häufiger machen kann. Warum das jetzt hier unter letztendlich Fehlschlag steht, finde ich wieder ein bisschen merkwürdig. Und dass es halt hier jetzt nicht mehr drin steht, weil die Aktivitäten sind ja eben Sachen, die man, die sich immer mal wieder wiederholen, die man immer wieder machen kann. Und ja, keine Ahnung, finde ich halt komisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass sowohl das Turnier als auch das Wetten mit dem Müller hier Aktivitäten sind, aber dass die, wenn man sie halt verloren hat, quasi als Fehlschlag hier in der Liste stehen, finde ich halt einfach ein bisschen komisch. Ich meine, ist ja keine Frage, dass wir verloren haben. Ups, Entschuldigung. Aber ich finde, das mit dem Fehlschlag finde ich mal ein bisschen komisch. Auch die Sache mit dem Waldenser, weil die Quest, wir haben ja etwas getan für diese Quest, aber sie ist halt nicht so geendet, wie wir es gern gehabt hätten, aber sie hatte ein Ende, quasi. Also ich finde das halt mit dem Fehlschlag irgendwie, ich verstehe darunter was anderes. Wenn ich jetzt irgendwie für jemanden eine Quest erledigen soll und denjenigen umbringe, bevor ich die Quest erledigt habe, sodass ich die gar nicht zu irgendeinem Ende führen kann, dann sehe ich ein, dass das ein Fehlschlag ist. Aber wenn ich halt irgendwie eine Quest mache und dabei aber dann dummerweise halt ein schlechtes Ende erwische, dann ist das ja nicht zwangsläufig ein Fehlschlag. Also da finde ich die Wertung des Spiels ein bisschen hart. Aber okay, das kann man so oder so sehen. Was ist denn jetzt hier? Moment, ich muss nochmal auf die Karte schauen. Das war der falsche Weg. So, wo haben wir denn hier den... Da ist wieder Kunesch hier, das Sternchen. Und hier ist der Konrad. Aber der Kapon ist schon wieder nicht eingezeichnet, dem ich jetzt erzählen muss, dass ich mies war im Turnier. Und diesmal ist er auch nicht hier in der Schenke. Habe ich ja gerade schon reingeschaut. Mann. Jetzt haben wir den auch enttäuscht. Wenn ich jetzt mit ihm rede, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich weiß, was das Spiel draus macht. Entweder sagt er, okay, dann trainieren wir in der Zwischenzeit und im nächsten Turnier sieht es dann besser aus vielleicht. Wir machen das jetzt so lange, bis du ein Turnier gewinnst quasi. Das wäre mir lieber. Oder es gibt natürlich die zweite Möglichkeit, die Quest ist fehlgeschlagen. Gab es hier nicht noch eine Schenke? Ach doch, da vorne. Aber da geht er eigentlich nicht hin, ne? Der ist immer hier unten, nur in der einen. Ne, hier ist er nicht. Es ist ja auch eigentlich, glaube ich, noch recht früh am Tag, oder? Oh ne, gar nicht. 17 Uhr. Kurz vor 17 Uhr. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es früh wäre. Wer bist du? Ach, guck mal. Berans Frau. Dazu fällt mir was ein. Und zwar, wenn man hier so durch die Gegend läuft und schlendert und nichts Böses vermutet, die Leute unterhalten sich ja alle rechts und links. Um Himmels Willen. Ich bin aus Galix und erfliehe so, nicht ja, mehr als einen Kantenbrot. Ich gehe nochmal einen Schritt weg. Ja, man hört ja schon mal, dass die Leute sich über irgendwas unterhalten. Und offenbar habe ich irgendetwas gehört oder hätte ich etwas hören können, sollen oder was auch immer, das mit Beran und seiner Frau zu tun hat. Jedenfalls, wenn ich sie anspreche, dann kann ich sie nämlich irgendwie fragen, ob ich ihr helfen kann. Und, oh boah, guck mal, wie ich aussehe. Ups, ich sollte mich vielleicht nochmal waschen und versorgen lassen. Obwohl, versorgt bin ich, glaube ich. Ich muss mich, glaube ich, waschen. Genau, hier kann ich irgendwie fragen, kann ich irgendwie helfen? Und wenn ich ihm begegne, irgendwie diesem Beran, der ist auch ein Bettler, der hier dann irgendwo an anderer Stelle sitzt, der sagt nämlich auch irgendwas. Da ist auch irgendwas, wo ich nachfragen kann. Ich glaube, ich kann ihn irgendwie fragen, worum es in einem Streit ging oder so.
Also scheinbar habe ich irgendwann, als ich durch Rathai gelaufen bin, irgendeine Szene neben mir gehabt, irgendwas gehört oder hören sollen können, keine Ahnung was, was mich dazu bringen könnte, bei diesen beiden mal nachzufragen, ob ich ihnen helfen kann. Ich weiß nur leider nicht, was ich da wann gehört haben soll. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall mit den beiden sprechen. Ich kann ja einfach mal versuchen hier. Verzeiht die Störung, aber das klang so, als hättet ihr vielleicht Hilfe nötig. Was? Nein! Was hast du gehört? Dass ihr ein paar Wertsachen... Falsch gehört! Nichts ist irgendwo versteckt. Und lass ja meinen Gatten in Frieden, verstanden? Wie du willst. Gott behüt dich. Ja, genau das. Also ich habe scheinbar irgendetwas gehört. Er sagt jetzt, das klang so. Ich weiß nicht, was so klang, aber irgendetwas habe ich scheinbar gehört über solche Dinge. Und sie sagt nämlich jetzt, lass ja meinen Gatten in Ruhe. Der muss also auch irgendwo sein. Willkommen, und den können wir nämlich auch darauf ansprechen. So, jetzt sehe ich hoffentlich wieder etwas besser aus. Und dann, ja, keine Ahnung, ob die eine Quest für uns haben, ob wir denen helfen können mit irgendwas. Muss mal gerade gucken, ob ich ihn irgendwo sehe. Ach, hier ist wieder Kunesh. Ja, hau ab. Ich weiß, ich kenne das. Ich glaube, er hat irgendwie was Rotes an, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir schauen da mal. Ich meine, er hätte irgendwie rote Klamotten an. Gott sei mit dir, Hans. Ja, danke. Mit dir auch. So, wenn ich ihn sehe, erkenne ich ihn meistens, glaube ich. Der hockt auch schon mal hier hinten irgendwie. Da ist ja auch nochmal... Ah, geh mir aus dem Weg, bevor ich dich anremple. Hier hinten ist ja auch noch ein Weg. Hier hockt er auch schon mal ab und zu. Hier bin ich ihm zumindest auch schon mal begegnet. Das sind übrigens auch sehr sinnvolle Balkone hier, die man hier jetzt gerade sieht, wo ich gerade drunter durchlaufe. Da kommt man nämlich nur hin von der Mauer aus oben. Wenn man oben auf dem Wehrgang ist quasi, dann gibt es da eine Leiter runter zu diesem Balkon hier. Da drüben ist noch so einer, da vorne. Und ja, dann steht man da. Von da aus kommt man nirgendwo anders hin. Und da ist auch nichts, da ist nichts gelagert, da ist gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. Also ich hätte mir vielleicht noch vorstellen können, dass da, wenn man da jetzt irgendwie... ich weiß nicht, Pfeile oder so gelagert hätte, dass da unten Leute stehen, die dann den eigentlichen Schützen... Hier ist auch nochmal sowas, so ein Balkon, da sieht man es mal. Da ist nur eine Leiter von oben vom Wehrgang hier runter und ich weiß nicht so genau, welchen Sinn das Ding erfüllt. Also ich stand da schon und von da aus, wie gesagt, kommt man nirgendwo anders hin. Ich hätte mir halt vorstellen können, wenn ich jetzt hier... Ne, wenn oben auf dem Wehrgang sind die, die Bogenschützen und wehren gerade einen Angriff ab oder so und... wenn dann hier Nachschub irgendwie rangebracht wird, ja, dann komme ich hier an mit so einer Kiste Pfeile, reiche die hier hoch, wie auch immer das gut funktionieren soll. Und dann steht da jemand, der die dann über die Leiter hoch zu den Bogenschützen bringt oder so. Das hätte ich mir vielleicht noch vorstellen können, aber dann, ich weiß nicht, das ist hier halt so abgeschlossen. Wenn ich von hier aus was angeben will, dann hätte ich das auch hier irgendwo an einer Stelle nochmal geöffnet oder so. Ich weiß nicht so genau, welchen Sinn dieser kleine Balkon hier erfüllt. Macht für mich keinen großen Sinn. Vielleicht erklärt mir das jemand. So, Beran sitzt hier nicht diesmal, leider. Ich gehe nochmal gerade um die Kirche rum. Vielleicht sehen wir ihn da irgendwo. Ich meine, wie gesagt, er hätte irgendwie rötliche Klamotten an. Vielleicht hockt er hier. Hier hocken auch immer welche, wollte ich gerade sagen. Diesmal natürlich nicht. Vorführeffekt. Immer hocken da welche. Da hocken immer zwei Bettler. Nur in dem Moment, in dem ich sage, da hocken immer welche. Da ist jemand mit roten... Das könnte er sein, oder? Möglicherweise ist er das. Ja, das ist Beran. Hey, wer ist das? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Was ist das? So, dann, genau. Ärger mit der Gattin. Ärger zu Hause? Du hast uns gehört, wie? Sie ist ein gutes Weib. Normalerweise streiten wir nicht, aber Gott stellt uns zurzeit auf eine harte Probe. Okay, kann ich irgendwie helfen? 8+1 = 7, dann sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Alle hier haben es schwer. Alle hier haben es schwer. Das, eure Probleme sind nichts Besonderes. Nee, kann ich irgendwie helfen? Wir versuchen das mal. Kann ich euch irgendwie helfen? Man kennt mich hier. Ich habe einigen Leuten geholfen. Du hast recht. Die Leute reden gut über dich. Na gut, ich sag's dir.
Als ich aus Scarlets geflohen bin, habe ich ein paar Wertsachen unter einem Taubenschlag vor unserem Haus versteckt. Du weißt, wo es ist, oder? Ja, aber unter einem Taubenschlag? Siehst du, darauf wärst du auch nicht gekommen. Die Münzen kämen uns jetzt jedenfalls sehr gelegen. Allerdings traue ich mich nicht zurück. Würdest du vielleicht? Okay, jetzt bin ich irritiert, weil ich eigentlich dachte, dass das genau die Quest ist, die wir eigentlich von Kunesh kriegen sollten. Also ich hatte schon mal irgendwie so mitbekommen und gehört, dass Kunesh etwas über einen Schatz weiß, der unter einem Taubenschlag liegt. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das tatsächlich der gleiche? Ich gehe jetzt mal davon aus, wie viele Schätze bei Scarlet unter Taubenschlägen wird es geben. Dann hat wahrscheinlich Kunesh die beiden hier belauscht. Und wir hätten die Quest eben auch von Kunesh kriegen können. Das heißt, die Sache, dass ich eigentlich meine Sünden ausbügeln wollte, um mit Kunesh mich gut zu stellen und mit ihm zu reden, kann ich dann eigentlich vergessen, weil ich jetzt die Quest von anderer Seite bekommen habe. Das ist natürlich cool. Ja, natürlich werden wir helfen. Achso, und dann wundere ich mich gerade darüber, dass unter dem Taubenschlag... Ich habe gerade vor Augen, dass die Taubenschläge... Ich weiß gerade nicht genau, wie die aussehen. Aber ich habe vor Augen, dass das quasi lange Stangen sind mit oben halt dann so einem Taubenhäuschen drauf. Also so einem großen, weiß ich nicht, runden Haus mit vielen Taubeneingängen. Ich weiß nicht genau, ob ich diese Vorstellung jetzt gerade aus diesem Spiel hier habe oder von irgendwo anders her. Und dann frage ich mich, wie gut man daran etwas verstecken kann. Aber vielleicht ist es so einfach darunter vergraben. Das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit. Also ja, okay, glaube ich jetzt einfach mal. Da wird es einen Schatz unter einem Taubenschlag geben. Cool. Ich kann euch nicht helfen. Was springt für mich dabei raus? Natürlich werden wir helfen. Auch schön, wie Heinrich sagt, man kennt mich hier. Ich habe gerade im Turnier tierisch auf die Fresse gekriegt. Natürlich. Ich versuche, euch die Sachen zu bringen. Hab vielen Dank, Heinrich. Auf bald. Okay. Haben wir das auch? Jetzt bin ich mal gespannt, ob Kunesh noch markiert ist. Ha, ich glaube, der ist nämlich nicht mehr da jetzt. Tatsächlich. Wir hätten also von Kunesh gar nicht... Ich dachte eigentlich, dass Kunesh derjenige gewesen wäre, der den Schatz vergraben hat. Oder der den Schatz versteckt hat. Aber scheinbar hätten wir von Kunesh was gehört über den Schatz von anderen Leuten. Das ist ja auch witzig. Okay, dann hätte es wahrscheinlich halt so ausgesehen, wenn ich den durch die Information von Kunesh geholt hätte, den Schatz. Dann hätten wir uns den wahrscheinlich irgendwie geteilt. Und ich hätte wahrscheinlich mehr davon abbekommen, als wenn ich ihn jetzt für die eigentlichen Besitzer hole und ihnen eigentlich nur helfen möchte. Also ich weiß gar nicht, ob dafür jetzt irgendwas rausspringt oder wie viel das sein wird oder keine Ahnung. Ich möchte denen ja eigentlich einfach nur helfen. Und wahrscheinlich hätte ich mehr Gewinn gemacht, wenn ich das über Kunesh gemacht hätte. Aber so ist auch gut. Also letztendlich spare ich irgendwie 400 Groschen oder so, die ich gebraucht hätte, um mich hier in der Kirche erstmal von meinen Sünden freizukaufen und überhaupt mit Kunesh zu sprechen. Und jetzt haben wir die Quest aber auf anderem Wege trotzdem bekommen und wissen, dass es irgendwo einen Schatz gibt. Ist der jetzt eigentlich eingezeichnet? In Scarlet... Alter, warum kann ich da nicht weiter hoch? So, jetzt. Wenn man den falschen Stick benutzt, ist das natürlich kein Wunder. Merhoyet, da bin ich völlig falsch. Ich muss ja schon bis nach Scarlets gucken. Der ist aber da jetzt erstmal nicht eingezeichnet. Vielleicht habe ich aber auch einfach die Quest nicht aktiv. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Genau, der Schatz. Ah, du kannst nur drei, ich weiß. Zack, machen wir das mal aus. Oh, Capons Knappe. Ich kann den einschalten hier. Da ist der. Der ist im Badehaus, der gute Mann. Mal wieder. Ja, okay. Der Schatz. Einmal kurz gucken. Na, 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 na. Wo ist er denn jetzt? Habe ich den nicht gerade... Ich habe den doch gerade eingeschaltet hier. Jetzt. Da, also. In der Ecke von Scarlet gibt es einen Schatz. Gut, dann machen wir den jetzt wieder aus. Schalten uns Herrn Carporn ein. Berichte Herrn Hans, wie du dich beim Turnier geschlagen hast. Ja, ziemlich mies. Haben wir da irgendwie noch... Hier haben wir noch. Herr Hans Carporn möchte, dass ich am Rataya-Turnier teilnehme. Herr Hans war in der Bredouille geraten, um seinen Onkel Herrn Hanusch davon zu überzeugen, dass er seine Zeit nicht mit frivolen Aktivitäten verschwendet. Das ist, glaube ich, die Formulierung aus dem Intro, dass man sich immer wieder anhören muss, wenn man das Spiel startet, über Wenzel, der auch frivolen Aktivitäten nachgegangen ist.
hatte er behauptet, er würde seinen Knappen in den ritterlichen Künsten unterweisen. Mit Knappe hatte er mich gemeint. Also blieb mir nichts anderes übrig, als am Rataya-Turnier teilzunehmen und meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich sollte Herrn Hans wissen lassen, wie ich mich als sein Knappe geschlagen habe. Beziehungsweise, wie ich mich als sein Knappe habe schlagen lassen. Mal gerade schauen, was bei den Fehlgeschlagenen hier steht. Achso, da gibt's, glaube ich, genau, bei den Aktivitäten gibt's kein ausführlicheres Questlog. Okay, da gibt's einfach nur hier, Müller-Peschek will mit mir auf einen Turniersieg wetten. Herr Hanu schlägt zum glorreichen Rataya-Turnier. Gut, dann, ja, Herr Hans Capon, die Beichte. Ja, ich wette, dann wird die Quest auch als Fehlschlag gewertet und wir haben ihn wieder enttäuscht. Ich brauche gar nicht den DLC, brauche ich mir gar nicht runterzuladen. Da geht es ja auch um Herrn Capon, der zweite DLC, der gerade erschienen ist. Ich habe den jetzt schon so oft enttäuscht, da kann ich das auch nicht wieder gut machen. Entweder versage ich da dann auch komplett, oder es reicht nicht, um die Enttäuschung, die ich bisher über ihn gebracht habe, auszubügeln. Da muss ich noch überlegen, wann ich mir den zulege und wann ich mich damit beschäftige. Naja, jetzt sprechen wir erstmal so mit ihm. Ich hoffe, wir stören ihn nicht gerade bei irgendwas. Da steht sein Pferd, glaube ich. Der gute Herr Capon. Achso, der ist hier. Ja, ich glaube, hier darf ich gar nicht rein, ne? Oder doch? Ich dachte, hier wäre schon ein privater Bereich. Komm, wir gucken mal, was er macht. Ach, guck mal da. Darf ich hier rein? Ha, guck mal, ich kann ihn einfach so mitten hier im Badehaus beim Baden stören wir ihn mal wieder. Diesmal nicht auf Einladung. Tja, Herr Hans, ich habe alles gegeben, aber es lief nicht so, wie du es dir erhofft hattest. Ich weiß, ich weiß. Ich muss zugeben, ich habe deine Gegner unterschätzt. Die Lehnsherren wollten alle gut dastehen und haben die besten Männer geschickt. Aber du hast tapfer gekämpft. Mein Onkel war recht zufrieden mit meiner... mit deiner Leistung. Also ist alles in Ordnung? Halbwegs. Ich habe gesagt, du lernst noch bei mir. Und gewiss kann ich dich mit etwas Mühe in einen Krieger verwandeln, wie ihn die Provinz noch nicht gesehen hat. Oh, sicher. Versuch es einfach wieder. Früher oder später wirst du obsiegen. Und dann werde ich überall dein Können lobpreisen. Wäre mal was anderes. Okay. So, erstmal raus hier. Achso, ich dachte... Okay, ist trotzdem kein privater Bereich. Ich dachte, in dem Moment, wo wir mit ihm gesprochen haben, heißt das wahrscheinlich, dass wir im privaten Bereich stehen. Also, dass wir da erstmal nur rein durften, um mit ihm zu sprechen. Gut, ja, wir haben also am Turnier teilgenommen, haben leider verloren, haben trotzdem eine Belohnung bekommen. Also wäre jetzt eigentlich fast clever, die nächsten Turniere auch alle zu verlieren, wenn es dann jedes Mal trotzdem eine Belohnung gibt. Ansonsten, wenn man einmal gewonnen hat, kriegt man wahrscheinlich eine größere Belohnung und dann ist aber die Geldquelle weg, wenn er uns dann nicht mehr ins Turnier schickt. Also eigentlich eine gute Sache. Naja, und es klingt ein bisschen so, als wäre es tatsächlich die erste der zwei Möglichkeiten, die ich vorhin genannt habe. Die Quest ist nicht fehlgeschlagen, dadurch, dass wir verloren haben, sondern wir bekommen halt neue Chancen. Wir sollen uns verbessern und dann wieder teilnehmen und irgendwann werden wir mal gewinnen. Finde ich gut. Wir schauen nochmal kurz rein, ob das jetzt tatsächlich so ist. Na, wo ist es hin? Oder ist es doch weg? Oder ist das nur da, wenn wir... Wo haben wir es denn jetzt? Ach, hier war das eigentlich. Es war eigentlich unter Aktivitäten. Oh, vielleicht ist es doch weg. Lass mal gucken, wo es jetzt... Wo steht's denn? Ach, hier. Capons Knappe. Da steht es jetzt als abgehakt, also als erfolgreich abgehakt. Herr Hans Capon möchte, dass ich am Rataya-Turnier teilnehme. Ja gut, teilgenommen habe ich. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie das ist, wenn das nächste Turnier stattfindet. Ich weiß ja nicht, wann das immer ist. Aber wenn das nächste Turnier stattfindet, ob dann die ganze Geschichte wieder von vorne losgeht. Also ob wir dann auch wieder mit dem Müller wetten können. Ob wir dann eben auch wieder hier, ob das dann auch wieder aktiv ist. Dass wir das auch wieder... von vorne starten quasi, die Teilnahme am Turnier. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen merkwürdig, ist ein bisschen undurchsichtig, wie ich finde.
Aber wir werden es sehen, wenn das nächste Turnier stattfindet. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie oft das sein wird und ob wir dann gerade in der Gegend sind. Aber okay, schauen wir dann. So, wir haben also uns im Turnier vermöbeln lassen. Wir haben von einem Schatz erfahren. Wir haben bei Herrn Carpon gebeichtet, dass wir nicht der große, tolle Kämpfer sind, den er sich erhofft hatte. Und was machen wir jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was haben wir noch so? Ich will immer noch nicht die Sache mit dem Wein. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und außerdem haben wir jetzt, glaube ich, schon wieder, ist wieder spät, ne? Ja, 18, 19 Uhr. Was haben wir denn noch? Was haben wir hier noch zu tun? Der Schatz, das Rennen zu Diensten, das ist das mit dem Wein. Was ist denn Steinschlag? Achso, das ist Sasau. Sasau, Sasau und das machen wir nicht. Jedenfalls im Moment nicht. Ja, was hatte ich noch vor hier? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall die Sache mit dem Wein angehen. Und dann... weiß ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal zurück zur Mühle, würde ich sagen. Lesen unser Buch. Und ich habe so das Gefühl, dass es das dann auch schon war, weil mir gerade nichts Blödes mehr einfällt, was wir machen können. Das wäre eigentlich schön, wenn man hier irgendwie fischen könnte oder so. Dann könnte ich jetzt noch hier schnell hinter der Mühle mich noch kurz ans Wasser setzen und einfach noch irgendwie die Folge mit Inhalt füllen. Oh, warte mal, vielleicht... warte. Hat er die Tür hier offen gelassen? Ja. Vielleicht reden wir nochmal kurz mit ihm. Vielleicht sagt er noch was dazu, dass wir die Wette verloren haben. Ich will darauf wetten, wer das Turnier gewinnt. Das können wir immer noch wieder sagen. Was die Turnierwette betrifft, ich hätte Interesse. Wie genau hast du dir das vorgestellt? Freut mich, das zu hören. Achso, hier können wir einfach schon direkt auf das nächste Turnier wetten. Obwohl wir noch gar nicht wissen, wann das stattfindet. Na gut, das macht im Moment, glaube ich, keinen Sinn. Das wird nichts. Wirklich schade. Ja, wirklich schade. Ich wollte unbedingt noch viel mehr Geld verlieren. Hat er hier noch irgendwas Interessantes? Hatten wir das schon? Erzähl mir ein wenig von dir. Ja, doch, hatten wir schon. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Möge Gott über dich wachen. Vielen Dank auch. Okay, ja, dann, ich weiß nicht, ich könnte das jetzt noch künstlich in die Länge ziehen. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Wir lesen noch schnell das Buch und dann war es das einfach für heute. Ist dann wieder eine kürzere Folge. Die letzte war ein bisschen länger. Die ist jetzt wieder ein bisschen kürzer. Das geht so hin und her. So, wir schauen ins Inventar. Und haben da unser neues Buch irgendwo. Genau, Flink wie ein Wiesel 2. Hatten wir das erste schon gelesen? Ich hoffe. Aber wir lesen das auf jeden Fall jetzt mal. Hast du je versucht, einen dieser übergroßen... ach, das kennen wir doch schon. Übergroßen Nager zu jagen... und wie lief es? Nun, jetzt weißt du, warum Hermelinpelz so teuer ist. Genau, ich kann mich daran erinnern, dass wir das auf jeden Fall schon mal gelesen haben mit den Hermelinen. Und wir hatten auch, glaube ich, schon mal festgestellt, dass ein Buch Nummer 2 hier in dieser Ansicht immer denselben Text hat wie Buch Nummer 1. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen wenig kreativ, aber okay. So, Fortschritt 35, 73, 100% um 22 Uhr. Lesen wir das mal schnell. Wow, Agilität, nochmal Agilität und lesen? Hä? Zweimal Agilität? Da stand zumindest zweimal Agilität, ich weiß es jetzt nicht. Ich wollte noch gerade schauen, dabei ist mir eingefallen, dass wir eben noch einige Sachen verbessert haben, auch während des Turniers. Was haben wir denn so? Agilität, schauen wir da doch erstmal rein. Hauptstufe auch. Moment, gucken wir da erstmal rein. Was haben wir hier denn jetzt Neues? Kontemplation. Kennen wir das schon? Solange du dich nicht bewegst, bleiben deine Müdigkeit und dein Hunger unverändert. Doch, ich glaube, das hatten wir schon mal gesehen. Dorffeld mit einem
Mit gutem Ruf in der Gegend erhältst du dort einen Bonus von einem Punkt auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Allerdings sinkt dein Ruf erheblich schneller als sonst und die Malusse für Kerkeraufenthalte bleiben länger bestehen. Berüchtigt ist ungefähr das gleiche, nur umgekehrt. Du bist ansehnlich und charismatisch, gehörst aber nicht. Das sind diese ganzen Gegensatzdinger. Du setzt lieber auf rohe Gewalt, statt Konflikte diplomatisch zu lösen. Du ziehst es vor, dich in den Schatten aufzuhalten. Nicht wirklich. Du erhältst einen Bonus von 2 auf Heimlichkeit, verlierst aber einen Punkt bei Stärke. Nein, danke. Du hast stets Diplomatie roher Gewalt vorgezogen. Das macht sich bemerkbar. Malus auf Stärke. Deine Lesefertigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Nein, danke. Du warst schon immer gelenkig. Ach, guck mal, Speer. Ich glaube, den werden wir dann wahrscheinlich nehmen. Oder die Frischluft. Nachtschwärmer, deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller. Tagsüber jedoch wieder weniger. Der Duft des Mannes, das Leben ist hart. Oh ja, das ist es. Okay, wie viele Punkte haben wir? Ich glaube, einen nur, ne? Ja, einen Punkt. Dann... eigentlich ist die Sache mit dem Kerker, wollte ich mir immer mal so als Möglichkeit offen halten, das zu nehmen. Aber bisher sind wir noch nie im Kerker gelandet, glücklicherweise. Deswegen nehmen wir wahrscheinlich den Speer, würde ich sagen. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen um 20% erhöht. Ja... nehmen wir das. Okay, das ist der Speer 2. So, wir verbessern uns heute ein bisschen. Dann haben wir hier Agilität. Was haben wir da? Leichte Rüstung. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf 50% leichter, Angriffen auszuweichen. Kräftesparende Angriffe. Deine Angriffe verbrauchen 30% weniger Ausdauer, verursachen aber etwas weniger Schaden. Gilt nur für Waffen, die auf Agilität basieren. Ja, toll. Ist mal wieder irgendwie alles nicht so meins. Leichte Rüstung trage ich jetzt auch nicht unbedingt, wenn man sich das so anschaut, da auf der rechten Seite. Also, ja. Ich glaube nicht. Da warten wir noch ein bisschen. Vitalität haben wir, glaube ich, jetzt nicht verbessert in letzter Zeit. Das heißt, die Sachen müssten wir eigentlich alle kennen. Wenn du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst. Ja, das kennen wir auf jeden Fall schon. Das habe ich auch aus irgendeinem Grund, habe ich die auch nicht gewählt. Gut, aber wir waren auch beim Kampf hauptsächlich vorhin. Und da haben wir die Verteidigung verbessert. Was haben wir da? Waffenbrecher. Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich weniger Schaden und verliert enorm an Wert. Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst? Wie schlägt man den denn da? Bisher hat sich da nicht viel getan. Also ich glaube, ich weiß, welche Situation gemeint ist, aber irgendwie... wie kann ich ihn dabei schlagen? Irgendwie tut sich währenddessen nicht wirklich was. Was haben wir noch? Stählerner Schrecken. Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender als üblich. Das ist natürlich auch geil. Ja. Geil, stählerner Schrecken. Also wir werden damit überzeugender, wenn wir jemanden einschüchtern wollen. Das mache ich eigentlich auch selten. Ich weiß nicht, irgendwie die Spezialisierungen sind alle auf Richtungen ausgelegt, die ich selten verfolge. An sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst. Das ist geil. Ah, schön. Das finde ich cooler, das möchte ich haben. Raffiniert drapiert. Du legst deine Kleidung so gewissenhaft an, dass sie dir um ein Drittel leichter als im Inventar erscheint. Wie geil. Ja, die beiden möchte ich lieber, nicht hier die anderen. Ach Mann. Sehr cool. Ja, und dann Schwert sind wahrscheinlich wieder, das sind wieder alles Kombos hier. Da muss ich mal gucken, welche ich nehme. Das will ich jetzt nicht alles im Einzelnen lesen. Und die müssen wir halt einfach mal üben auch. Streitkolben haben wir noch nicht so weit verbessert, dass wir hier eine Spezialisierung hätten. Aber wir haben zumindest mal angefangen, mit dem Streitkolben zu kämpfen. Was jetzt noch fehlt, ist die Axt. Da sind wir noch gnadenlos auf 0 und haben auch noch 0 Erfahrungspunkte, weil wir noch nie eine Axt gesehen haben.
Nee, ich habe ein paar Äxte schon geschliffen, aber noch nie damit gekämpft. Das sollten wir auch unbedingt mal machen. Also bald werden wir hoffentlich mit dem Hauptmann mal ein paar Übungsrunden einlegen. So, ich würde sagen, jetzt habe ich es doch noch ein bisschen rausgezögert, das Ende der Folge. Das werden wir jetzt aber trotzdem herbeiführen und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Heute war nicht ganz so viel los, tut mir leid. Muss auch zwischendurch sein oder ist bei mir leider immer mal wieder zwischendurch so, sagen wir es mal so. Und ja, hoffentlich wird es in der nächsten Folge wieder etwas interessanter und actionreicher. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage mal tschüss, macht's gut und bis dann. Hallo Theresa, du kommst gerade recht. Ich wollte gerade ins Bettchen gehen. Hier ist Platz für zwei.